sitzt und ellenlange Texte schreibt. Das Ding ist, ich habe das vor allen Dingen, also entweder ist die Software mittlerweile so smart, dass die mitbekommt, wann ich was für Sachen schreibe oder wann ich mit wem oder was für Sachen, ist schon sehr auffällig, wann meine Hardware hier auf einmal macht, was sie will. Und wegschmiert und Apps einfach just in dem Moment, wo ich einen ganz bestimmten Satz da hingeschrieben habe, klatscht mir die weg. Dann mache ich halt eben, sage ich es halt einfach im Video, ist mir doch egal. Jetzt muss ich gucken, dass ich diesen Text halbwegs wieder zusammenkriege. Es ging letztendlich darum, dass mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, und das hat was sehr Beruhigendes für mich, dass ich am allermeisten ich selbst bin, wenn ich gerade niemand sein muss. Wenn ich gerade nicht das Gefühl habe, ich muss anerkannter oder berühmter oder geliebter oder besser oder was weiß ich irgendwas sein, sondern gerade das alles überhaupt gar keine Rolle spielt, weil ich gerade zum Beispiel mit einem wunderschönen Schmetterling von meiner Nase beschäftigt bin oder sowas halt. Und dass in den Momenten in meinem Kopf die Welt tatsächlich völlig in Ordnung ist. Obwohl ich weiß, dass irgendwo immer noch Kriege und Hungersnöte stattfinden und so ein Scheiß. Und mir ist halt aufgefallen, ich meine, ich habe jetzt eine relativ lange Laufbahn oder eine ziemlich lange Story am Laufen als YouTuber, was auch irgendwann mit Sicherheit mal vorbei sein wird. Aber halt eben auch jetzt schon vor 7 Jahren angefangen habe. Und wenn ich mir angucke, und das hat ja eigentlich noch viel früher angefangen. Das hat ja damit angefangen, dass ich irgendwann so auch mal Rockstar werden wollte. Ja? Dass ich das Gefühl, wobei ich bei mir war das immer so, ich wollte mal Rockstar werden. Bei mir kam, ich habe früher sehr lange nur mit klassischer Musik zu tun gehabt, weil ich in einem klassischen Haushalt aufgewachsen bin. Ich bin erst mit 15 an moderne Musik gekommen. Also Beatles und sowas gab es bei uns auch und irgendwelche Oldies. Ja, die ganzen Eis auf Stiel Soundtracks, die hatten wir dann auch auf CD, weil da die ganzen Oldies drauf waren. Aber dieses Star-Tum, dieses in höchstem Maße jemand zu sein, in höchstem Maße in der Form von Weltberühmtheit, so wie Michael Jackson oder Hitler oder Jesus oder so, ja. Das hat irgendwie da angefangen, wo ich dann halt auch merkte, wir hatten halt auch keinen Fernseher, das kam dann auch so erst zu der Zeit. Und ich habe einen ganz bestimmten Film zu der Zeit gesehen und das war Der große Diktator von Charlie Chaplin, wo ich bei dieser Rede Rotz und Wasser geheult habe, mit 15, 16 Jahren und mir gedacht habe, wieso, wie kann das sein, dass jemand diesen Film gesehen hat und vor einer riesengroßen Menschenmenge steht und gerade irgendwas anderes zu tun hat, als diese Rede zu rezitieren, bis es jeder verstanden hat. Mit 16 schon. Durch diesen Film. So, und dann habe ich halt zu der Zeit auch angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe vorher Cello gelernt, 5 Jahre in der Musikschule. Und dann habe ich, meine Mutter hatte eine klassische Gitarre und die habe ich dann irgendwann, habe ich auf irgendeiner Jugendfreizeit von einer Betreuerin die Gitarre mal und habe meine ersten 2 Akkorde gelernt und dann fing das dann an. Ne? Und dann, ja keine Ahnung, 4 Jahre später hatte ich 200 Lieder aus dem Stegreif im Kopf. Da ist heute nichts mehr von da und ich bin froh drum. Das waren alles andere Leute Lieder. Heute mache ich meine eigene Musik. Ich muss nichts mehr festmachen. Ich brauche keinen Plattenvertrag mehr. Ich mache Musik. Ich habe früher auch immer gesagt, Musik ist mein Leben. Und dann habe ich das dann immer bei den DSDS-Köppen da gesehen, die auch immer gesagt haben, Musik ist mein Leben. Und irgendwie habe ich mir gedacht, so,
irgendwie glaube ich, wir haben da andere Formen von Wahrnehmung von. Aber dadurch bin ich da auch überhaupt erstmal mit der Nase drauf gestoßen. Und heute sage ich das aus einem ganz anderen Hintergrund. So, ne? Heute mache ich Musik, um Musik zu machen. Und nicht um einen Plattenvertrag zu bekommen oder sonst irgendwas. Aber den Plattenvertrag, den wollte ich ja auch nur haben, um irgendwann mal vor einer riesengroßen Menschenmenge zu stehen und sagen zu können, vor so vielen Leuten, die es nur hören können, so, Leute, hört endlich auf mit diesem Scheiß. Bitte lasst es uns sein lassen. Hört auf, euch gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und dann sieht die Welt automatisch schon mal um einen ganz immensen Teil anders aus. Was denkt ihr, wenn wir in der Lage sind, all das, was wir machen, was denkt ihr, wenn wir in der Lage sein würden, Dinge zu vollbringen, wenn wir uns nicht zwischendurch die ganze Zeit auf die Fresse hauen, sondern Hand in Hand arbeiten? Das muss doch jedem kleinen Kind klar sein, dass es dann besser funktioniert und für alle wesentlich angenehmer ist. Simple Logik. Und dann kamen aber meine 20er Jahre, in denen ich das irgendwie völlig vergessen habe. Da wollte ich immer noch Rockstar werden. Aber da brauchte ich das für mein Ego. Aber dadurch habe ich halt eben die Scheu verloren, mich notfalls vor die ganze Welt zu stellen und ohne mir dabei in die Hose zu scheißen oder von Nervosität oder sonst irgendwas dann einfach sagen zu können, was ich zu sagen habe. Und das ist genau das. Immer wieder. Die ganze Zeit. Ich habe seit Jahren Sprung in der Platte und versuche es dadurch zu verstecken, dass ich es immer wieder in anderen Worten ausdrücke. Aber ich habe diese Erfahrung gehabt, wie es war, jemand mehr sein zu wollen, berühmter, bekannter, geliebter sein zu wollen, anerkannter sein zu wollen. Und wo kam das denn her? Aus der Illusion heraus, ich sei wertlos. Die ist ja auch sehr effektiv um mich herum in meiner Wahrnehmung geschaffen worden. Und daher kommt dieser permanente Kampf. Aber wir sind eigentlich alle gleichwertig. Egal, ob das dem einen oder anderen schmeckt oder nicht. Aber wir sind. Und wenn wir das uns selber in uns einfach mal erlauben, das so zu sehen, einfach mal den anderen nicht als einen Spinner abzutun, wenn wir ihn in die Augen gucken, sondern als Bruder, der das Recht hat, so zu sein, wie er will. Und wenn ich ihm das Recht gebe, so zu sein, wie er will, er gar keinen Grund dazu hat, von mir irgendwas anderes zu wollen. Wie du mir, so ich dir. Das ist das Resonanzgesetz. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist nichts, was wir uns vornehmen könnten. Das ist was, was wir jeden Tag tun. Nur mitunter sehr, sehr unbedacht. Und wir kriegen es nicht mit, weil wir ständig abgelenkt sind. Weil wir ja permanent mit Dingen im Außen beschäftigt sind. Statt mit unserer Wahrnehmung. Wie nehme ich das, was ich wahrnehme, wahr? Statt uns ab ersten Schuljahr genau das zu lehren, hat man uns ab ersten Schuljahr alles gelehrt, um möglichst wenig mit unserer eigenen Wahrnehmung überhaupt beschäftigt zu sein. Und so zu sehen, wie wir selber es sind, wie aus jedem Drama, das wir erleben, beziehungsweise dass jedes Drama, was wir erleben, wir selber kreieren. Es gibt kein Drama, das du dir nicht selber schaffst. Wieso sonst kommen Leute mit Dingen, die passieren, zurecht, während andere massive Probleme damit haben? Und wieso ist es mitunter möglich, durch allein einen Perspektivenwechsel auf die andere Seite zu wechseln? Na, es ist möglich, was möglich ist. Und wir machen das. Und zwar je nach Fassung. In jedem Moment. Wir suchen uns selber aus, wem wir hinterherlaufen. Wir selber entscheiden, welche Quelle, Informationsquelle für uns glaubwürdig ist.
Wir entscheiden, wem wir vertrauen. Wir entscheiden, was wir tun. Aber durch dieses Schuldspiel ist das niemandem bewusst, weil es ja immer Tenor ist, den Schuldigen zu suchen. Die Suche kann man hier und jetzt beenden. Für alles, wo man Schuld, sollte man ruhig mal sich erlauben, die Schuld auf sich zu nehmen. Überall da, wo man sie findet. Nehmen und transformieren. Sagen so, du Schuld bist keine Schuld mehr. Das nennt man Vergebung. Und das ist auch, das ist ein weitaus weniger tugendhafter Akt, als mehr ein sinnvoller Akt des Aufräumens in sich selber und zu sagen, hey, diesen Rotz, diesen Kampf mit dieser Person, den liefere ich mir ausschließlich, weil ich es nicht sein lasse. Und ich leide drunter. In dem Moment, wo mir das bewusst wird, kann ich bewusst das ändern. Und da bin ich am Werk. Mein wahres Ich, nicht die Figur, die ich zu sein scheine. Da ist nicht Bauchi am Werk oder Jesus Bruder oder was weiß ich was. Da ist das in mir am Werk, was in uns allen am Werk ist. Und alles durch uns geschehen lässt, damit es erlebt werden kann und wir überhaupt wissen, wovon wir überhaupt reden. Würden wir nichts erleben, hätten wir uns auch nichts zu erzählen. Aber da wir ein lernender Organismus sind, das Leben selbst, Gott, das Universum, alles, was ist, ein sich ständig entwickelnder Organismus, und wie im Großen wie im Kleinen sind wir das selber auch, und dann findet man auf einmal alles als eins vor sich. Das ist, ja, hört sich an, Erwachen, Erleuchtung. Erwachen hört sich noch eigentlich viel besser an, weil da wird einem auf einmal bewusst, so scheiße, Mann. Das ist so dieser Knackpunkt, wo man dieser Punkt, der teilweise, also manchmal passiert es busch und bei manchen ist es ein Prozess. Jeder hat das auf seine Weise, die einen wachen schnell auf, die anderen brauchen ein bisschen länger, da siehst du jeden Morgen auch den Unterschied. Genauso unterschiedlich ist das auch bei diesem spirituellen Erwachen aus dieser geistigen Umnachtung heraus, aus der beim Homo sapiens alles auf 5% läuft. Unsere geistige Fähigkeit, unsere Liebesfähigkeit, wenn so viele Gedanken verboten sind, wie soll man dann frei denken können? Wenn so viel Liebe verboten ist, wie soll man frei lieben können? So, da braucht man nicht mehr weiter zu diskutieren, das ist sehr reduziert, alles. Aber das hatte seinen Sinn. Und das sind diese Ego-Trips. Ne? Jeder fährt seinen eigenen Ego-Trip. Jeder erlebt seinen eigenen Film. Andere Worte, gleiche Bedeutung. Und wenn uns das bewusst wird, wieder, dass jeder seinen eigenen Ego-Trip fährt, dann kommen wir automatisch auch viel mehr wieder dazu, dass es gar keinen Sinn macht, die anderen zu beobachten, sondern meinen. Und an einem Ego-Trip ist nichts Verkehrtes. Ohne die Ego-Trips könnten wir nichts erleben. Und wenn wir von irgendjemandem behaupten, er sei auf dem Ego-Trip, sehen wir nicht in dem Moment, dass wir das auch sind. Hinhören, was gesagt wird, auch wenn man selber redet. Kein Wort fällt einfach so. Wenn ich rede, höre ich immer hin. Wenn ich schon den Mund aufmache, dann will ich wissen, was ich sage. Und dann höre ich dann auf einmal in Edition mit dem, was die anderen so sagen, die ja auch nur Projektionsbilder meines Selbst sind. Ich kann ja in dir nur sehen, was ich in der Lage bin, in dir zu sehen. Aber wer du bist, da wirst du mir wohl wahrscheinlich wesentlich besser sagen können als ich. So, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo ich angefangen habe. Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich, wenn ich ich bin? Wenn ich in der Form ich bin, dass ich selber mit mir im Frieden leben kann. Dass ich mit mir parat komme und mit allem in meiner Wahrnehmung.
Ne? Und wenn du das bist, dann musst du auch noch aufpassen, wirst du auch noch als ignorant beschimpft. Das ist aber okay so. Werde ich als ignorant beschimpft. Aber ich merke, dass das trifft mich nicht mehr emotional. Früher hat mich das getroffen. Ich bin nicht ich. Mama. Darum ging es eben in dem Text, den ich geschrieben habe. Ich bin nicht ich, wenn ich die ganze Zeit mit anderen beschäftigt bin. Irgendwie damit beschäftigt bin, was andere besser machen könnten. Ich bin nicht ich, wenn ich auf Montagsdemos gehe, um zu mahnen, dann bin ich nämlich mit den anderen beschäftigt, weil ich selber kann mich mahnen, wo ich bin. Da brauche ich nicht auf eine Montagsdemo zu gehen. Und ich brauche mich nicht vor ein Mikro zu stellen, damit alle sehen, wie toll ich bin. Ich kann das, aber ich brauche es nicht mehr. Es gab diese Zeit, da hätte ich alles dafür getan. Da hätte ich letzte Woche gelesen, dass jeder ans Mikro darf und wäre sofort wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ich wusste es aber besser. Heute sitzen wir eine Woche später da und wissen, okay, das ist auch selektiert. Die Montagsdemos sind auch nicht. Ne, es kommt so langsam. Chris, ey, wir haben unsere Augen und Ohren überall. Es wird immer schwerer, irgendwas zu unterwandern. Das funktioniert nicht mehr. Es fliegt halt sofort auf. Und wenn die Medien schon drunter leiden müssen und diese Medienfrau mit früher schwarzen Haaren und jetzt ganz silber und dann mit hier. Weißt du, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich bin nicht so der Medien. Ne? Aber die halt selber aus diesen Reihen sagt, ja, es wird schon Gründe haben, wenn das deutsche Volk mit der deutschen Berichterstattung der deutschen Medien irgendwie ein Problem hat. Was sie im Tenor gesagt hat. Sie hat es dann noch ausführlicher geschrieben. Aber das sind ja auch Sachen, innerhalb unserer Bewegung hier, kannst du es knicken, kannst du knicken, hier gibt es keine Geheimhaltung. Wir reden offen miteinander und deswegen kannst du uns nicht unterwandern. Weil wir keine Gruppe sind, wir sind dezentral, wir sind überall. Wir treffen uns so, wie wir Bock haben, in diesem Garten Eden. Deswegen seid ihr gerade in Freiheit. Jeder kann kommen und gehen, wie er will. Stress bitte woanders. Hier ist stressfrei. Das ist einfach so, ne, wir wollen hier stressfrei haben. Jeder kann Stress haben, wenn er will, aber dann bitte nicht in die Stressfreicamps. Das ist blöd, dann dahin zu gehen. Also hier ist easy. Mit deiner Stressfreiheit. Hier ist richtig easy. Ne, hier geht's darum, Ruhe wiederzufinden. Und das können wir hier auch. Und dann hast du, wenn du auf einmal in Ruhe bist, da kommen dir auf einmal solche Gedanken, wie mir da halt eben gestern dann auf dem Weg, die mich dann heute bewegt haben, diesen Text zu schreiben, beziehungsweise jetzt dieses Video zu machen einfach. Wo mir aufgefallen ist, hey, ich bin am meisten ich selber, nicht gerade von niemandem irgendwas will, von niemandem meine, er müsse sich ändern, von niemandem irgendwas fordern brauche. Einfach ich selbst sein kann, weil ich die anderen sie selbst sein lasse. Da kehre ich auf einmal was von innen nach außen. Ich brauche von niemandem mehr geliebt zu werden, weil ich mich selber lieben kann. Wenn ich das brauche, dann kann ich mir das mittlerweile selber geben. Das erfordert ein kleines bisschen Training. Wenn man noch Leute hat, mit denen man es zusammen machen kann, kriegt man es noch viel schneller raus, als wenn man es alles sich alleine arbeiten muss, aber es funktioniert. Und ich brauche nicht mehr, es ist okay, wenn Leute mich doof finden. Ich finde doch auch Leute doof. Das heißt aber nicht, dass ich denen nicht von Herzen wünschen kann, dass sie bitte glücklich sind. Und wenn ihr Probleme habt, kommt bitte gerne zu mir. Aber irgendwelches Arschlochverhalten, mach bitte woanders, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keine Lust, mich irgendwo rumzuziehen. Es ist okay, wenn Leute nicht mit mir parat kommen. Die sollen besser zu sein. Ich sage, wenn Leute mit mir nicht parat kommen, dann sind wir auch falsch beschäftigt. Und genau das ist das, was ich halt meine. Wenn ich eben nicht mehr mit anderen beschäftigt bin, dann habe ich überhaupt erstmal die Möglichkeit, mit mir selbst parat zu kommen. Das ist auch das, worum es bei mir in den letzten 10 Jahren ging. Das war eine Ausbildung in mit mir selbst parat kommen.
überhaupt zu wissen, wer ich selbst überhaupt bin. Und das ist halt eben undefiniert. Ne? Be someone, sei jemand. Das ist, wenn ich versuche, jemand zu sein, dann kann ich ja in dem Moment nicht ich selbst sein. Das funktioniert auch nicht. Ja? Und wenn ich versuche, jemand zu sein, dann bin ich demnach auch immer noch auf der Suche nach mir selber. Aber wenn ich mich finden will, brauche ich nachdem noch dann einfach nur aufzuhören, zu versuchen, jemand zu sein. Simple Logik eigentlich. Aber das hörst du halt eben nicht jeden Tag an der Ecke und du kriegst es nicht im ersten Schuljahr beigebracht. Ne, das ist eben genau das Ding. Warum nicht? Weil es keiner weiß. Vielleicht wissen es ein paar und die behalten es dann für sich geheim, aber das kann uns eigentlich egal sein, weil für uns ist wichtig, was jetzt in unseren Köpfen passiert. Weil das sollte so langsam klar sein und deswegen bringt es nichts. Ne, ich sag's es halt immer, ich reite auf diesen Montag-Demo, sagt dann niemand rum, weil sie halt aktuell sind. Ich will niemandem was. Aber es ist, ne, es bringt halt eben einfach nichts, auf diese Montagsdemos zu gehen, wenn man dann dienstags morgens wieder arbeiten will. Das, ne, das bringt einem selber nichts, weil man nichts anderes erleben kann dann. So, ihr erlebt jetzt gerade den Unterschied, ihr seid da raus, ihr erlebt hier folglich gerade was anderes. Ihr erlebt hier gerade stressfrei Camp in Kalavakis. So, und dann muss man noch nicht mal viel nach Kalavakis kommen, weil es gibt auch andere schöne Plätze auf diesem Planeten. Ein Stressfreicamp ist eigentlich ganze Mama Erde, wenn es nach ihr geht. Es ist auch in meinem Garten, wenn ich das möchte. So. Und das ist das halt. Und wenn ich was so, ne, und du hast jetzt zum Beispiel, weißt du, du hast dich auch viel mit deinem Ex rumgekloppt und ne, irgendwann einfach hat man keinen Bock mehr drauf und dann ändert man irgendwann. Meistens nach einem sehr langen Kampf, den man sich aber auch einfach schenken kann, und einfach vor dem Kampf schon, wenn ich merke, nee, das artet jetzt im Kampf aus, dann schon zu sagen, so, Moment mal, stopp. Du mal in die Ecke, ich in die Ecke. Ich nehme es nicht persönlich, aber was hier gerade abgeht, ist was, was ich nicht erleben will. Und dann auch zu sagen, wenn eine räumliche Zusammenkunft oder ein räumliches Zusammensein nicht schön und angenehm ist, sich selber zu erlauben, als die Autorität seines eigenen Lebens zu sagen, ich möchte das nicht erleben. Ich mag dich, ich liebe dich, aber das Problem, was du da gerade womit du mich gerade konfrontierst, was eigentlich dein Problem ist, und ich möchte das nicht erleben, Entschuldigung, und weil es dein Problem ist und du gerade viel mehr emotional kompromittiert bist als ich, kann ich hier gerade einfach dir den Rücken kehren und gehen. Du kannst es nicht, daran siehst du, dass es dein Problem ist. Wenn du dich mit mir über dieses Problem unterhalten möchtest, stehe ich zur Verfügung. Bis dahin möchte ich nichts anderes von dir hören. Und wenn du anfängst mit mir über was anderes zu reden, wirst du sofort wieder meinen Rücken sehen. Es ist nicht so, dass ich Menschen... Ich mach für niemanden die Firma die Tür zu. Bei mir gibt es nicht sowas wie eine zweite Chance. Bin ich bescheuert? Ich weiß, dass jeder sich ändert. Nicht nur in der Lage dazu ist, sondern wenn er schon rumkommt, sich irgendwann zu ändern. Wenn es der Tod ist, der die Änderung herbeiruft. Aber irgendwann ändert sich immer. Muss man immer hoffen auf jeden Menschen. Und so, und das, nee, da brauche ich nicht zu hoffen. Ich weiß es, aber ich sehe auch, in diesem Moment ist ein physisches Zusammensein nicht das, was ich gerade erleben möchte. Folglich, wusch, raus aus meiner Wahrnehmung. Und da brauchst du von dem gar nichts zu fordern. Der kann machen, was er will. Ich drehe mich um. Ich gehe einfach weg, weil ich flexibel genug bin, zu sagen, okay, egal was für ein schönes Häuschen ich mir jetzt hier mit dir vielleicht eingerichtet haben mag, aber es ist nicht friedlich. Und damit, so schön wie mit Ikea dekoriert und bla bla, aber die Schwingung in diesen vier Wänden ist für mich unerträglich und das ist nicht, was ich wollte.
Ich will mich mal wieder umgucken auf Mama Erde, was es sonst noch so gibt. Und traue mir selber zu, das zu können. Nicht abhängig von irgendjemandem zu sein. Ich weiß, dass das für viele sehr, sehr schwer aussieht, weil sie denken, ja, wer soll mir denn dann helfen? Da sage ich einfach nur, Leute, macht euch mal keine Sorgen. Die zu finden, wissen wir mittlerweile, wie geht. So, ihr müsst nur die Klappe aufmachen, wenn ihr Hilfe braucht und bitte was sagen. Das ist auch, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wenn keiner weiß, wenn ihr eure Probleme versteckt, dann kann euch keiner helfen. Und dann hilft euch auch keiner. Und dann sieht es so aus, als würde es keiner tun. Aber ihr seid es selber. Ihr seid selber die, die die Tür zumachen für die Hilfe. Denkt einfach um. Und dann habt ihr wirklich was davon. Dann habt ihr davon wesentlich mehr als auf Montagsdemos oder Dienstagsdemos oder Samstagsdemos oder irgendwelche Demos zu gehen, auf denen es darum geht, von anderen was zu fordern oder sich an den Mikrofonen zu profilieren oder was weiß ich, worum es dabei noch gerade alles geht. Aber es geht nicht um den Frieden. Weil ansonsten würde auf den Mahnwachen Frieden herrschen. Und der sieht ganz anders aus als das, was ich in den Videos sehe. Saria bleibt da bitte. Oder auf den Fotos. Ja, wohl. So. Mehr will ich dazu gerade gar nicht sagen. Be someone. Sei wer. Sei du selbst. Und lass die anderen mal auch sie selbst sein. Einfach nur, um es mal auszuprobieren und zu gucken, was dann passiert. Und dann tausch dich mit anderen, von denen du was weißt, die das auch machen, einfach mal aus. Und dann wirst du dein blaues Wunder erleben.